herzlich willkommen zu BAM! Erstmal eine Bullkarre, ja, oder? Nee, war doch keine Bullkarre. Zu GTA 5, meine lieben Freunde. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, hä? Der Cedric zockt GTA 5. Ja, guck mal, wir sind gerade Multiplayer und ganz alleine. Und die Crew ist schon... Nee, nicht aussteigen. F. Rein da. So. Ich kann euch ja mal meine Ranzbude zeigen hier. Fahr mal hin. Nicht das Beste vom Ei. Aber kann man ja mal hinfahren. Ist mal was anderes als Eurotruck. War ein bisschen was anderes, wie einfaches Rumgeballer. Hui, einmal ausrollen lassen und dann wieder Gummi geben. Ich nehme die schnelle Variante. Da biege ich dann immer hier ab. So. Schaut doch besser aus. Steigen wir mal die ein. So. Raus mit dir. Ja, genau. Da habe ich zu wenig nicht umgefahren. Die ist ein bisschen schneller. So. Garage ist voll. Okay. Gehen wir trotzdem mal rein. So. Ich habe jetzt hier, ne? Zurück. Nee. Ich kann hier ja zwei verschiedene Wagen wählen. Einmal den Buffalo und einmal den Dominator. Wir nehmen einfach mal den Dominator. Ja. So. Bam. Lass ich auch was anderes zeigen. So, hier geht's glaube ich zu der Wohnung. Nee. Will die Fahrzeuge nicht verwalten. Ich will hoch in meine Wohnung. Jetzt nicht erschrecken, die sieht ein bisschen ranzig aus, aber am Anfang sieht das eben so aus. Ne? Hier ist ein schöner Bilderrahmen, und ich gehe mal in die Perspektive. Ich kann mir das wahrscheinlich ein bisschen besser sehen. So hier. Pamela Drake hier. Von Nelson in Naples. Keine Ahnung. Hier ist eine schöne Küche hier mit. Ja, mit E. Ausschalten. Ja, stimmt. Und zurück. So. Aber hier einen Kühlschrank kann man nicht benutzen. Wir können hier ein bisschen Pisswasser trinken. So heißt das Bier hier. Das ist nicht weiß. Ne? Pisswasserpilz. Schaut gut aus, ne? Weil der Schatten. So, dann, ja. Ein Herd mit Doppellappen, Spüle, alles, man braucht Toaster, Mikrowelle. Da stehen noch ein paar Toastscheiben und was weiß ich. Müsli wird das höchstwahrscheinlich sein. Hier ist eine Topfpflanze, hier ist eine gestrickte Decke von Omi. Dann. Eine Zeitung, höchstwahrscheinlich ein Buch, weiß ich gar nicht, was ein Tagebuch ist hier, Zigarettenschachtel, Kaffeetasse, was das hier vorne ist, weiß ich gerade gar nicht. Hab so einen Beutel, wie richtig ranziger Teppich hier. Dann ist hier erstmal, ey, hier ist eine Klimaanlage, was das ist, oder eine Heizung, das ist hier das Fernsehen. Hier ist wieder eine Pflanze, hier ist ein ranziger, ja, das auch. Ein Bücherregal mit Lampe oben drauf und Bildern. Dann ist hier das Schlafzimmer, da habe ich hier so eine HiFi-Anlage. Da, ne? Hier so ein Mischpult. Fernseher und so eine Superman-Figur oder was das ist.
Los Santos own you. Europa. Andere Plakate, können ja das Video mal kurz stoppen. Hier ist der Kleiderschrank. Den konnte ich auch hier irgendwie mal so manuell öffnen. Hat irgendwie mal funktioniert durch einen Bug. So, hier geht's, glaube ich, ins Badezimmer, genau. Und ich möchte euch mal jetzt mal die Sounds, ne? Mal zeigen, wie das über den Duschen sich anhört. Das hört sich ein bisschen komisch an. Und deswegen will ich das Video auch 18 plus machen. Achtung! What the fuck? So hört sich das doch nicht an. Stimmt ihr mir dazu? What the fuck? Also ich finde das sehr unpassend, meines Erachtens nach. Boah, Mission erfüllt. Duschen vollendet. So. Jetzt können wir ja Garage betreten. Geht die blöde Zwischenszene. Oh ja, Philipp Gaming spielt Rocket League. So, stecken wir mal hier ein. Bam. Oh, ich bin ein Stück zurückgefahren. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Egal. Steigen wir wieder ein. Radio aus, bitte. So. Das können wir dann mal ja schnelles machen. Fahren wir hier hin. Was das angeht, ich bin ein kleiner Vollnoob, ne? Muss man schon da so sagen. Ich spiele auch mit Kumpels zusammen, die schon ein paar Mille haben und denen zum Beispiel eine Bank gehört, die nicht hier. Welche war das denn? Die hier hinten. Warte mal, fahr ich mal kurz hin. Ganz kurz hinfahren. War das die? Ich auf der anderen Seite. Von der anderen Seite. Nee, die war's nicht. Wird mir auf der Map angezeigt. Wo ist denn unser Hauptsitz? Wird gar nicht angezeigt. Schade. Na dann. Geht's weiter. Düdüdüm. Ja, wenn ihr da mal ein paar Aufnahmen sehen wollt, könnt ihr das einmal schreiben. Die werden dann geplant, entweder mit unserer, also unseren privaten hier. Unserer privaten Crew oder mit Team Philipp. Da warte ich aber erst bis Philipp umgezogen ist, weil der hat dann eine bessere Leitung. Ich glaube 100k hat er dann. Das passt dann, glaube ich, ein bisschen besser zum GTA-Spielen. So. So, Jobs können nur zu Fuß ausgelöst werden. Das bedeutet, ich steige mal kurz aus, ja. So, betrete den mal. Und ich starte gleich mal. Wir sind allein auf dem Server. Oder? Ja, wir sind allein auf dem Server. Oder? Nein, sind wir nicht.
Also, ich müsste ja mal. Ach du Scheiße. Das ist, la 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 Mensch, 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 Mensch. Als Radio aus, was? Hoffentlich fährt er auch richtig. Ich fahr grad nicht. Oh ja. Das Coole ist, ich habe keine Waffen. Die habe ich jetzt total vergessen. Bei den kleinen und Zweck und fahren noch vorbei. Fahrt hier oben? Wo fahrt hier oben? Na los, auf was wartest du? Jetzt müssen wir den ja verfolgen. Oh. Sehr gut. Der hat bessere Waffen als ich, das finde ich schon mal gut. Kann aber schlecht fahren. Ich hab mal was. Falsche Karre war das gerade. Toll, da hätte ich schätze das mal ein Auto runter. Vorfahren. Das so schnell wie möglich am besten. Ausschalten. Okay. Gut zu wissen. Geile lila Kachel. Aber die nützt eh nix. Letztens eine richtig coole Karre aufgeschnappt und die war so geil, dass man die nicht sich schützen lassen hätte können, sondern ich könnte da einfach nur mit rumfahren, das war's. Weder in der Garage noch. Wo fährt er lang? Da fährt ein Navi, ach du Heimatland. Der kennt sich anscheinend ja nicht aus.
Ach, hier unten ist das. Ach, ich bin anderes gewöhnt. Den ganzen Missionen, da muss man immer zur anderen Garage. Was wartest du? Ja, das kann man nicht umfahren, mein Lieber. Fahr die um. Umfahren. Schafft. Fehlgeschlagen. Eieieiei. Gibt's denn das? Eieiei. Gut. Da war es erstmal von mir. Wird es jetzt wiederholt oder wie? Komm, ich will fahren. Regt sich bestimmt auch über mich auf. Bisschen abseits, eventuell. Nein! What the fuck? Ah ja. Ist, wenn man drüber rutscht. Schieß hinten raus. Machst du schon richtig so. Eventuell könnte es eng werden. Eventuell bin ich falsch gefahren. Aber nur eventuell. Warum bin ich denn hier hochgefahren? Keine Ahnung. Vollbremsung, weiter geht's. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ah, da kommt was. Ja, auf jeden Fall. Also das war ein Gegner. Ja dann. Guck mal, ein Gegner schildert immer noch auf dem Parkplatz rum. Ja, da war eine Wand. Sorry. Guten Tag. Weg mit dir. Noch mehr?
Wartet, bis das andere Team hier angekommen ist. Da ist es. Ernsthaft. Ich habe mir keinen Pferdeschwanz gemacht. Was ist das für eine Frisur? Das ist nicht meine Frisur. Nur so zündfroh, ich bin der mit dem lilanen Hemd. Weil die ganzen Schimpfwörter sind die überhaupt in Deutschland, YouTube Deutschland erwünscht? Keine Ahnung. Mission bestanden. Find ich gut. Ordentlich Cash. Also ich bin Level 23. So für euer Verständnis. So, jetzt mal kurz noch schon zum Bildschirm. Oder ganz normal. Ladebildschirm, den kennt man doch. Ich spiele in 720p GTA, weil mein Rechner 1080p nicht schafft. Beziehungsweise habe ich noch nie ausprobiert. Und dann lasse ich das auch gleich. Weil mit Aufnahme ist das wahrscheinlich schon doch ein bisschen besser. Und ich werde mal sehen, wie ich das irgendwie hinbekomme, weil ja von OBS das Ganze hier, ich will es nicht sagen, also wo ich das eingestellt habe, war es wie gesagt auf 27p eingestellt. Das heißt, ich muss die Szene bearbeiten und auf 1080p ziehen, weil es eine Fensteraufnahme ist. Ja. Weil wenn ich also Vollbild spiele und 27p, dann ist das nicht so praktisch, sage ich jetzt mal. Get it right from the list and come on back. Das hat mir heute so ein Multi-Kipper hatten wir heute. So einen riesengroßen gelben. Der hat da gar nicht mal, also der war so breit wie so eine Straße hier. Ja, ich geh schon rüber. So, rufen wir unseren. So. Heißt anrufen. Okay, was ist das heute hier? Finanzen. Auf die Bank. Und zahle was ein. Oh. So. So. Also hier ist gerade was im Angebot. Wo war das? Das ist ein Angebot hier. Guck mal her. Hammer, oder? Finde ich auch. Muss man unbedingt haben. So ist es Nacht. Wir können ja mal den von dem Bild auf die Schnauze hauen. Guck dir an. Ja, und er hat mich auch schoss. Ey, der hat ein Crewmitglied. Na dann. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Mm-hmm.
Jesus.